Moin Mädels, moin Jungs, heute gibt's mal eine Runde Uncut Among Us. Ja, ich habe mir die Pete's Meets aufgenommen, Jay, Sven, Peter waren mit dabei, unter anderem auch Dalukat, mit dem ich hier in dieser Runde Imposters bin. Wie das Ganze abgelaufen ist, werdet ihr jetzt sehen, ansonsten schaut gerne in die Beschreibung, da sind auch alle anderen verlinkt, die mit dabei waren. War super witzig, wir werden das wahrscheinlich sogar wiederholen. Ehre in die Commentaries, Alter. Und jetzt viel Spaß mit dieser Runde Among Us Uncut mit Dalukat und mir als Imposter. Es geht wieder los. Oh! So, die Frage ist, oh, mit Dalukat. Okay, also das ist halt next level shit. Ja, das wird geil. Das wird geil. Hoffe ich jetzt mal. So, ich gehe direkt mal Müll verbrennen hier. Das ist schon mal wichtig. Und das haben wir jetzt erledigt. So, sehr gut. Geil. Also Dalukat und ich sind Imposter. Die Frage ist nur, wie gut stellen wir uns an? Ein bisschen aufgeregt bin ich. Also es ist immer so eine kleine Aufregung dabei. Ich mache mal hier ein bisschen WLAN an, ne, damit wir alle schön hier zocken können an unseren Konsolen. Alter, hier ist ein richtiges Streaming-Setup, witzigerweise. Und das war natürlich. Ich kriegst Rayleaf hinter mir und dann kam ja, dann das. Ich dachte auch, dass du mich gekillt hast. Da hab ich Angst gehabt. Hör bei mir auf, weil Darsch gerade mit mir reinkam, ey. Wait, Dalu, ich hab dich doch gerade rechts unten gesehen. Ja, die Leiche ist hinter mir abgemuxt worden. Also, ja, aber. Also, ich möchte ganz kurz sagen, Nils ist den Weg gelaufen, den ich danach gelaufen bin. Plötzlich kommt mir Dalukat entgegen und dahinter liegt eine Leiche. Genau, ich habe sie auch reported. Ja, aber du hast ja, hesitated. Also, du bist mir entgegengekommen, bist nochmal einen Schritt zurück und hast dann reported. Also, das bringt mir jetzt in der Runde theoretisch auch nichts. Also, selbst wenn ich rausschmeiß, könnt ihr euch das gerne später ansehen. Es wurde halt hinter mir gekillt. Also, ich glaube, es wurde gewartet, bis ich rausgehe. Und wer war da drin? In dem Raum. Wo ist die Leiche denn? Unten links Communications, aber in dem und Raum rechts. Waren mehr Leute drin. Und rechts. Communications. Okay. Neben also Dalu ist auf jeden Fall aus dem Admin rausgegangen gerade. Da war Ray dann rein. Ich stehe gerade auch bei der Leiche. Auf der Leiche stehen viele Leute. Also dadurch ist mit mir von rechts unten runtergekommen. Aber dadurch war noch nicht alleine. Von rechts unten ist noch jemand anders runtergekommen. Ja, das sind aber noch Maxi. Mike, glaube ich. Oder? Also ich bin zuerst dann lang gelaufen. Nils war vor mir. Und plötzlich ist Nils tot und Dalu kommt mir entgegen. Mehr kann ich nicht sagen. Ich finde das aber schon ein bisschen verdächtig. Also, dass ich verdächtig bin, verstehe ich voll und ganz. Aber ich hätte keinen Kill gemacht, ohne nicht Strom aus oder irgendeine andere Sabotage zu machen. Nee, ich glaube auch nicht, dass Dalu das war. Nur will ich wissen, wer noch da war. Also, es kann nicht sein, dass du da keine mehr... Also, doch, wer war da noch? In dem Raum waren drei Leute drin, als wir das gemacht haben. Ich weiß, dass Nils da drin war. Ich weiß, dass... Oh, Rot? Was? Kalle, wo warst du? Könnte Sven vielleicht drin gewesen sein? Weil Sven kam einmal von... Ich war Navigation oder, hoch. Also, oder Orange. Ja, okay. Nee, ich bin unten nicht. Keine Chance. Nee. Sven war am Anfang oben rechts. Hallo. Ich hab ihn auch schon gesehen. Ja. Dann war es Kalle mit da drin. Okay, Moment. Also Kalle, Nils, Dalu... Wo warst du denn, Kalle? Ich war auch mit im Raum. Ach so. Ja, aber wer war dann noch? Noch eine weitere Person. Ich weiß, ja, ich kann die Farbe leider gerade jetzt nicht... Tatsächlich. Sehr spät auf einmal. Okay. Sound muted. Oh mein Gott, ich war so auf. Ich wusste immer nicht, er versucht meinen Arsch zu retten. Er versucht meinen Arsch zu retten. Und ich wusste einfach gar nicht, was ich machen soll. Shit, ich muss Zero töten. Ich muss Zero töten. Ach, das war jetzt bitter. Das war jetzt echt bitter. Das war jetzt richtig bitter. Da war ich sehr trigger happy. Eieieiei. Da war ich gerade zu trigger-happy. Verdammt, ich muss Zero finden. Ich glaube, Zero hat mich richtig heftig auf den Kicker. Die Frage ist nur, wird das... Oh, okay. Sound resume. Alarm! Oh, mein Ray! Ja. Also. Als das Licht ausgegangen ist, sind Maxi und meine Wenigkeit, glaube ich, gerade beim Licht fixen gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Genau, ich habe mich einfach fixen lassen dann, weil ich gesehen habe, genau. Dass ich umliegt. Und die Leiche liegt Elektro rechts daneben. Kalle, wo bist du gerade? Ich bin gerade im Cockpit, quasi, ganz vorne. Jay stand neben mir, der kann das wahrscheinlich bezeugen. Okay, und... Entschuldigung, was nochmal? Was? Wir haben uns gerade gesehen, beim Cockpit. Ah, okay, du bist... Wenn? Ja, ich hab das doch... Ich hab nur Füße gelaufen sehen, aber ja, dann warst du das. Okay. Warum bist du an Wires stehen geblieben, als ich aus dem Kameraraum kam?
Weil ich die mache. Ich hatte Angst, also ich glaube, Dadosch hat genau rechtzeitig reported, sonst wäre ich die zweite Leiche gewesen. Das geht aber nicht, weil ich bei Mike oben lang durch Cafeteria an Medbay vorbeigelaufen bin. Ja, ich weiß, ich habe euch ja in den Camps gesehen. Ja, genau, weil ich die Karte also, mache. Moment, dann ist Sven an mir vorbeigelaufen, ne? Sven ist dann an mir vorbeigelaufen. Also Sven kann den Kill dann nicht gemacht haben, also den habe ich kurz bevor... Doch, kann er, und zwar, du bist doch Cafeteria an mir vorbeigelaufen. Ja, als, Cafeteria als, oben ja, links habe ich aber die Karte warum hast du denn das Licht nicht wieder angemacht? Du bist von unten mir entgegengekommen. Du bist von unten gekommen. Ich war oben. Oh. Du hast eben gerade aber gesagt, du bist an mir vorbeigelaufen. Ich hab irgendwo warst du ja, bin ich Cafeteria, hab die Karte Cafeteria, gemacht. Moment. Du bist an mir vorbeigelaufen, du musst Richtung Edmund gekommen sein, weil du bist an mir vorbeigelaufen, als ich Edmund raus bin. Ich hab nur irgendwas huschen sehen, deswegen habe ich Kalle gefragt. Also ich weil möchte, das war ich möchte, orange ich oder möchte rot. Sven in Schutz nehmen. Sven war oben links Cafeteria. Ich hätte Mike einfach abstechen können und ich hätte nie was davon mitbekommen. Also Sven, nee, er hatte Cooldown. Safe. Nein. Sven hatte dann Cooldown. Wenn er den Mord gemacht hat, dann hatte er Cooldown bei dir, wenn er ihn gemacht hat. Ja, gut, aber weil er kam von unten an mir vorbei. Ich habe nur in den Lichtkegel gesehen, dass Kalle oder Sven das waren. Also es war halt irgendwie die Farbe, ich konnte es nicht genau zuordnen. Und jetzt, wo Sven sagt, er ist an mir vorbeigelaufen, plötzlich aber nicht. Meine ich. Aber also ich will für Sven Bürgen. Ich will Electricity, Bürgen. Das könnte auch ein Venkill dann rüber zu Camps oder Medbay gewesen sein. Kann auch. Ich war da gar nicht. Sven war es nicht. Ich war es nicht. Ihr seid alle ganz schön aufgeregt. Totaler Bullshit. Bullshit, ja. Sound muted. Alter, wie Dalo einfach rasiert, ne? Dalo ist so krass und Dadosch hat mich gerade so heftig in Schutz genommen. Das ist so geil. Der muss jetzt sterben. Dadosch muss jetzt sterben, damit der Verdacht auf Zero erhöht wird. Das ist halt gerade so das Ding. Dadosch muss jetzt sterben, leider. Das ist halt gerade so ein bisschen das Ding. Tut mir sehr leid für ihn. Der muss jetzt leider sterben. So, das Licht ist im Arsch. Das ist gut. Wir müssen jetzt Dadosch finden. Super wichtig, dass wir jetzt Dadosch töten. Oh mein Gott. So. Wir müssen. Oh, Emergency Call. Ich hab ihn gesehen. Alarm! Ich hab ihn gesehen. Aha. Ja. Oh, Jay ist tot. Herr von und zu Dalukard. Ja, ich bin, ist es. Bitte reden Sie sich jetzt raus. Wo raus? Aus dem Mord, den ich auf den Kameras gesehen habe. An wen? Das habe ich nicht gesehen, war aber irgendwo rechts. Na, Jay. Jay ist tot. Dann ist es Jay gewesen. Ja, Moment, aber ich bin direkt und wo? Ganz rechts? Ach, kann ich weiß nicht, welche Kamera, Alter. Ich stehe nicht so auf der Kamera. Ja, aber kann ja gar nicht sein. Nein, ich hab's. Du bist, Sven. Ich drück den. Ich hab ja, die Kameras gesehen. Ganz Leute, kurz, darauf möchte ich einmal eingehen. Und zwar, unten, als der Mord passiert ist, Dalu verpasst eigentlich nie etwas. Und er hat angeblich nicht mehr gewusst, wer in dem Raum ist, um Kalle zu saven, wenn Kalle der Zweite ist. Das habe ich am Anfang schon gedacht. Das heißt, Dalu und Kalle könnten es im Team dann sein, wenn es Dalu hundertprozentig war. Also, wenn ihr mich votet, okay, aber ihr müsst danach trotzdem nochmal Emergency machen und noch wen schmeißen. Ich sag euch auch, warum ich mir am Anfang nicht gemerkt habe, wer da los war. Wenn 4 oder 3 Leute in einem Raum stehen, mache ich mir erstmal nicht die größten Gedanken, vor allem, wenn keine Sabotage an ist. Also, ich bezweifle, dass ich mit 2 Impostern in einem Raum stehe und Quests mache. Wo sind überall die Camps? Die Camps sind oben links Medbay, die sind vorne am Cockpit und am Admin-Raum. Ich glaube, Navigation war Jay. Und wir waren zu dritt gerade. Ich muss sagen, dass ich sehr interessant finde, Zero ist sich halt die ganze Zeit händeringend am Verteidigen. So, das ist das eine. Also einfach so als Bestandsaufnahme. Und es waren gerade super viele Leute im Electrical Room. Also wir waren, glaube ich, 4, 5 Leute oder so. Deswegen, ich habe nicht gesehen Jay, Dalukard und Zero. Allerdings, ich bin in den Kameras. Das kann aber auch. Wie lange ist denn der Mord her? Weil ich bin noch gut 6-7 Sekunden mit Feder gelaufen. Das war der erste Mord. Ich habe Dalu in Storage, glaube ich, gerade gesehen. Ja, und wir sind noch super lang. Wir sind sogar nach rechts gelaufen. Okay, warte, Moment. Dich gesehen. Also für mich ist es gar nicht. Ich sag auch. Er hat den Kill. Oh, ihr Schweine. Ne. Das. Na gut. Ich gehe einfach. Ich beende einfach die. Danke. Macht einen Emergency Call, es ist wichtig. Hab ich gesehen. Sound muted. Scheiße, jetzt ist Dalu raus. Ich hab versucht, ihn noch irgendwie zu retten. Oh, shit. Shit. Das ist bitter. Das ist wirklich bitter. So. Dann gucken wir mal. Jeder ist noch hier. Jeder ist nicht hier hingerannt. Okay.
Okay, ich muss es jetzt machen. 9, 7, 7, 9, 4. Ist wichtig, dass ich das jetzt mache, damit ich proven bin. Das ist wichtig. Oh. Sound resumed. Alarm! Gut, also wir schmeißen jetzt Sven raus. Hat warum? Hat jemand Sven in den Kameras gesehen? Ich war bei was? Hat in der letzten Runde jemand Sven an den. Hat jemand die Kameras leuchten sehen? Ja. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Nicht. Also wir müssen Sven rausschmeißen, weil Dalo und Sven waren nicht in meinem Team. Das ist safe. Und einer von den beiden ist Imposter, weil Sven hat gesehen, Sven hat angeblich Dalo ihm morden sehen. Dalo verteidigt sich, das heißt, wir wissen es nicht hundertprozentig. Ich verstehe den Gedankengang, aber der ist Quatsch. Aber auch der ist es nicht. Wir müssen das machen, weil ja, wenn es jetzt einen Double Kill gibt, ich hab ihn. Ja gut, dann ist es aber Kollateralschaden. Also es gibt keine andere Möglichkeit, weil wenn er das nicht gewesen ist, dann musst du es sein. Ich sehe, Dalu, ich hasse dich so sehr auf allen Ebenen, die ich dich hassen kann jetzt. Ne? Aber so, also wir können sonst nur verlieren. Also klar, ich natürlich. Finde Dadosh, also, ist ein bisschen in und vielleicht nochmal ganz kurz, ich klar, das Emergency Meeting, weil Dadosh jetzt einen Clan, ich meine, Dadosh macht, ist natürlich sehr, sehr aggressiv hier heute, wir merken das an vielen Ecken. Kalle ist auch grade, der Einzige, der Dadosh verteidigt hat, ne? Ich habe ihn nicht verteidigt. Ich habe ihn sogar gerade gewotet. Ich habe ihn sogar gerade gewotet. Ja, du hattest keine andere Wahl. Maxi und Peter haben auf jeden Fall gerade gesehen, dass ich den Oxygen-Shit weggemacht habe. Ja, das ist korrekt. Und das ist nicht, Zero ist meiner Meinung nach auch super verdächtig schon das ganze Spiel über. Wir haben es tatsächlich auch die ganze Zeit immer wieder auch in Erwägung gezogen. Könnt ihr Kalle danach? Also ich würde sagen, Sven hat das andere gefixt, ne? Ja, Sven hat das andere gefixt. Ja, gut. Gut, ja, das mit dem Fixen ist jetzt nicht so, also für mich, also mir ist es jetzt nur wichtig, wenn es wirklich so sein sollte und Dalo es nicht war, dann muss es Sven sein, das ist ja klar, das ist Fakt. Bedeutet also, zwei Imposter könnten jetzt noch leben, mit einem Double-Kin wäre das Spiel vorbei und die Crewmates würden verlieren. Das heißt, wenn wir jetzt so Sven rausschmeißen, doch, so ist es. Wenn wir Sven rausschmeißen und er war Crewmate, dann ist das zwar schade, aber nicht schlimm. Weil wir ich würde Sven nach wie vor verteidigen. Ich glaube nicht, dass das war beim einem Wir müssen vorhin ihn rausschmeißen, ansonsten macht das keinen Sinn. Oh Gott. Du bist sehr panisch, Dadosh. Nein, aber ich verstehe das Spiel Logik sonst nicht. Ich von Dadosh, aber ich vote Dadosh. Oh boy. Was? Ah, es geht keiner raus. Oh mein ich Gott. Vote Dadosh, finde ich auch witzig. Sound muted. Gut. Okay, wir haben ein dickes Problem. Wir müssen immer noch Dadosh töten. Dadosh ist immer noch unser First Target. Dadosh ist unser First Target. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir ihn jetzt kriegen. Wir müssen ihn jetzt bekommen. Und das heißt, wir machen jetzt Reaktor, damit er da hingeht. So. Oh, haben sie schon gefixt? Sehr gut, sehr gut. Ich will gucken, was Zero macht. Ah, der bleibt natürlich jetzt bei mir. Schwierig. So. Moment. Scheiße. Sound resumed. Hey Leute, ich glaube, es war Sven nicht. Nee, der lag okay. Ich habe die ganze Zeit gesagt, Sven ist es nicht. Ja, das, ich habe auch nie behauptet, dass es hundertprozentig ist, sondern dass es halt nur Sinn macht, ihn zu voten. Maxi, das hast du gesehen. Wer war mit jemandem zusammen? Electrical. Also ich war ganz alleine oben von hier, Generator wollte ich gerade sagen, hier Motoren auffüllen. Mhm. Und bin dann runter zu Electrical und dachte mir schon, ich guck mal wieder rein, weil da so viele unten lang gelaufen sind. Genau, ich war am Ende, Sven hätte mich töten können, deswegen hätte ich auch nicht mehr gedacht, dass er es auf jeden Fall ist, weil er hätte mich töten können. Ich habe gerade den Download gehabt. Am Ende habe ich den Upload gemacht in Admin jetzt gerade. Die letzte Line, die ich von den Generatoren zu Electric gehen habe, waren Mike und Kalle. Ja, Kalle muss es dann ja sein, weil der ja auch der Einzige ist, der Dado verteidigt hat. Dadosh, du warst doch in dem Raum. Genau, ich war mit Peter. Mir ganz sonderbar hinterher. Ja gut, also ja, genau. damit rettest du ihn schon fast. Wie lange ich bin tatsächlich von Reactor bin ich hochgelaufen. Es muss eben gerade passiert sein. Ich habe Sven noch gesehen, der stand neben mir und ich bin dann zum Upload gegangen. Ja, okay, also Dadosh, sorry. Also ich bin nach Reactor bin ich hochgelaufen und wenn du jetzt ihn gerade gesehen hast, dann ist es natürlich ein bisschen... Was hast du gemacht? Ich bin nach Reactor gerade hochgelaufen. Ja, aber was hast du oben gemacht? Ich bin über diesen, also das, ich weiß nicht, wie der Laden heißt, ganz oben links, da ist ja über noch so ein Task.
Da bin ich hingelaufen. Und bevor ich den anfangen konnte, war schon wieder Meeting. Also, Maxi, du weißt doch, wie Dalo spielt. Und Dalo hätte die Leute im Raum gesehen. Er hat Kalle verteidigt, indem er ihn angeblich nicht gesehen hat. Kalle hat Dalo verteidigt. Ich bin gerade genau da lang gelaufen, wo Kalle angeblich war. Ja, okay. Und da ist er nicht. Nee, dann ist, das war ein Ventkill dann. Er ist noch rumgegangen, Kameras wieder rein, Vent. Ja, Dalo. Also, du bist. Also, ja. Das Problem ist ja immer, wenn ich was sage, dann heißt es ja, Kalle, du bist selber verdächtig. Aber das Problem ist halt bei Dalo einfach gerade so, er haut hier alle raus, er hat eben noch Zero getötet. Ich habe Dalu gevotet und ich war der es auch angebracht hat. Ja, aber du und Zero, ihr habt euch gerade die ganze Zeit gekabbelt so und. Es ist Kalle. Also für mich ist es klar Dalu. Schmeißt mich danach raus. Erst Kalle und dann mich. Peter, ich bin durch mit den Aufgaben, deswegen bin ich bei dir. Ja, du machst mir Angst. Ah, Dalu, es tut mir so leid, du hast alles gegeben. Scheiße. Nice. Oh, Dalu hat mich so gerettet am Anfang, weil ich einfach so trigger-happy war. Es tut mir so leid. Du bist so ein Arsch, ne? Dalu hat das am Anfang nur gesagt, um mich zu saven und hat mir mega viel Zeit verschafft, um mir eine Story aufzuholen. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Richtig stark von Dalu tatsächlich.